Liebe Schülerinnen und Schüler, Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und das ist auch das Motto unseres 11. Schulwettbewerbes für Entwicklungspolitik. Um uns herum wird die Welt heißer, ungerechter und konfliktreicher. Ein globaler Kurswechsel ist wirklich nötig. Und jeder und jede Einzelne kann ein wenig dazu beitragen, die Welt nachhaltiger und gerechter zu gestalten. Und bei diesem Wettbewerb, der unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten steht, geht es vor allen Dingen darum, kreativ zu sein. Ihr werdet euch mit den wichtigsten globalen Herausforderungen auseinandersetzen und Zukunftsideen für mehr Nachhaltigkeit entwickeln. Je ungewöhnlicher, desto besser. Im letzten Jahr waren so viele beeindruckende Ideen dabei, dass ich mir sicher bin, dieser Wettbewerb wird dem in nichts nachstehen. Bei der Ideenfindung habt ihr viel Unterstützung. Eure Lehrerinnen und Lehrer sind dabei, aber auch die Partnerinnen und Partner des Schulwettbewerbes aus Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft und den Medien. Ich wünsche euch intensive Gespräche, spannende Workshops und natürlich auch viel Spaß.